Okay, da geht's raus. Zufallskämpfe, yay! Weil es natürlich, da ich jetzt wirklich mit dem Fahrrad unterwegs bin, kommst du einfach so vor, als ob es sich Millionen Zufallskämpfe geben würde. Oh, cool! So. Ah, knapp vor 26. Oh, warte mal, das sieht doch aus. Oh Gott, ey. Immerhin sind die ganzen Pokémon, gegen die ich kämpfe, One-Hit kaputt. Also meistens. Da ist auch mal wieder so eine Sache, der ich hau mit einem Level 25er, fast 26er Pokémon, einen Level 15er Pokémon nicht One-Hit. Ich sollte mich schämen, Freunde. Okay, da ist kein Item. Da ist auch kein Item. Oh! Hier kommen wir doch auf die andere Seite, Freunde. Kesselberg. Wasserfallhöhle voraus. Cool. Ja, jetzt dürfte ich dann dementsprechend hier auf der anderen Seite sein. Okay, also kommt man doch rüber, weil ich weiß jetzt echt nicht, ob ich... Na, jetzt habe ich wahrscheinlich einfach falschen Sinn gehabt. Soll ich jetzt hier schon... Nee, hier will ich jetzt nicht weitergehen. Ich wollte ja auf jeden Fall erstmal nur die Höhle erkunden. Einfach mal gucken, wo es hier lang geht. Ja, ich denke mal eh so gut wie alle Let's Plays, die ich generell auch mache, die werden halt so zwischen blind und semi-blind sein. Also eher mehr blind als semi-blind. Und da kann sowas mal hier auch passieren. Dass ich halt vollkommen falsch hier gewalt. Ich habe halt echt nur im Sinn, dass ich die ganze Zeit mit Surfer halt hier rüberdinge. Aber es kann eventuell auch daran liegen, Freunde, dass, ja, ich glaube generell halt immer, wenn ich diesen Weg halt ausgewählt habe, halt, wenn ich Surfer habe, dann schwimme ich auch dementsprechend den kürzeren Weg. Daran kann es natürlich auch liegen. Ach Mensch, was ich manchmal für eine Logik habe. Aber hey, das ist immerhin das Gute, dass wir auch schon eine frühe Let's Plays gemacht, dass ich immer so viel Mögliches von mir hinterfrage. Das kann man ja auch machen, ne? So. Stirb, Macholo! Machomai. Machomai? 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 Hieß das wirklich Machomai? Machomai. Ich hab gerade schon wieder die Weiterentwicklung von Mashok irgendwie gerade schon wieder random in den Kopf bekommen. Machomai? War das Machomai? War ich in der letzten Folge, lag ich da wirklich richtig? Ne, in der letzten Folge, genau, in der normalen Aufnahme hatte ich, glaube ich, das Wort, ne, die Weiterentwicklung. Ne, 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 das war wirklich in der Nachsynchro. Komme ich jetzt gerade by the way auch ein bisschen durcheinander, was ich an den beiden Dingen gelabert habe. Ich glaube, die dritte Entwicklung hieß Machomai von Machodo, ne? Machomai. Ich glaube, das hieß Machomai, genau. S vor allen Dingen. So, hier, da geht's auch noch runter. Oh, so viele Türen. Ich glaube generell, wenn ich jetzt hier alles erkundet habe, dürfte Lumpi auf jeden Fall noch selber 37, vor allem 27 sein. So wie es ausschaut. Sind wir hier? Ach, hier haben wir auch noch ein Äther. Nice. Jetzt haben wir schon zwei Äthers. Yeah. Für eine komische Umdrehung werde ich angegriffen, okay. Oh. Stirb! Und das stirbt natürlich. Ach, warte mal, wo es jetzt gerade so halb am Verrecken ist. Ich fange es mir einfach mal, da ich jetzt bisher noch keine Ratzfratz habe. Giu? Giu? Ach. Please! Warte mal, ich habe doch einen Köderball, ne? Ach, verdammt. Ratzfratz ist, der dürfte ja rein theoretisch ein schnelles Pokémon sein. Ja, aber gut, haben wir jetzt so oder so gefangen. So. So, Ratzfratz ist natürlich eine Ratte. Es frisst alles. Wo es Nahrung findet, baut es ein Nest und pflanzt sich ständig fort. Also so wie es für Ratten üblich ist. So, wie nennen wir dich? Ratten mögen Käse. So als klischee-mäßig. Ne, Mäuse mögen.
Mäuse mögen Käse. Wie nennen wir dich denn? Ratte. Was fällt mir dazu denn ein? Ich habe jetzt Radieschen im Kopf. Nenn ich Radieschen. Da haben wir das da. Radieschen. Weißt du ja, wie bin ich jetzt gerade auf Radieschen gekommen? Boah, ich hab generell mal wieder richtig Bock auf einen schönen Radieschensalat. So schön mit Karottchen drin und so. Oh Gott. Scheiße, sagt jetzt Radieschen. Oh. Ich finde Radieschen voll lecker. Ich glaube, die habe ich auch schon ewig lange nicht mehr gegessen. So, da dürfen wir aber jetzt rein theoretisch bald die Höhle hier abgeklappert haben, ne? Jetzt können wir hier wieder raus. Dann bleibt ja nur noch ein Weg über, glaube ich. Außer der Weg hat natürlich auch noch einen anderen Weg. Und dieser Weg hat noch einen anderen Weg, der steinischen Schwert. Haha. Ich das auch mal wieder verbaut. In einem Let's Play. Ich bin so lustig. Da bin ich übrigens immer noch ziemlich froh darüber, dass ich bisher nicht verlernt habe, dass ich mich selber ernst nehme. Und besonders in Let's Plays, wenn ich mal irgendeine Scheiße laber oder halt irgendeinen inhaltslosen Mist. Das finde ich gut. Ja, ich weiß, so kommentierstilmäßig habe ich mich doch schon ein bisschen verändert, glaube ich. Ich bin viel, viel ruhiger geworden. Weil ich glaube, das könnte eventuell auch daran liegen, dass ich keine Horrorspiele mehr spiele. Ich bin generell ziemlich hektisch geworden. Achso, ja klar, hier ging's ja raus, verdammt. Immer diese Sache mit labern und gleichzeitig nicht peilen, wo man lang geht. Das ist ein Thema ruhiger geworden. Im Endeffekt leider ich immer noch gleich so viel wie früher. Aber nicht mehr so laut und so rumschreien. So, aber ich denke mal generell, Level 27 dürfte noch drin sein, oder? Gott. Also ich glaube so generell sollte ich mir mal ein bisschen was an Schutz holen, also das Item. Weil für so manche Momente wäre es auf jeden Fall doch schon ziemlich hilfreich. Besonders wenn man den gleichen Weg dann 2-3 Mal gelaufen ist. So, ach nee, das war's ja dann hier, ne? Stimmt, ich bin ja jetzt vorhin jetzt nach oben gegangen. Ich dachte, der Weg wäre noch ein Weg, also ein anderer Weg, den ich nicht gehen konnte. Na gut, dann gehen wir jetzt mal wieder hier raus. So. Gut. Haben wir jetzt doch noch ein kleines bisschen EP hier mitgenommen. Kann man ja auch mal machen, Freunde. So. Dann kümmern wir uns jetzt mal hier um die... Wie hieß die CD? Teak City, genau. Dann kümmern wir uns jetzt hier mal um Teak City, meine lieben Freunde. Und schauen mal, was hier so abgeht, was die NPCs uns so zu sagen haben. So. Ah, suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, es ist schon. Gut, du trägst den wahren Abenteuergeist in dir. Das mag ich, nimm dies mit dir. Ein Detektor. Okay. Manchmal liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setze den Detektor ein, um Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Den exakten Fundort musst du aber selbst herausfinden. Ich hätte auch, dass in der Turmruine von Teak City Items zu finden wären. Okay, gibt es eine Turmruine? Und wir haben jetzt einen Detektor. Scan die Umgebung nach Items. Okay, das heißt, wenn ich mal irgendwie ein größeres Feld habe, was dann irgendwie voll mysteriös scheint, sollte ich auf jeden Fall mal den Detektor benutzen. Teak City Pokémon Arena Leiter Jens, der mystische Seher der Zukunft. Oh, hallo Annette. Guten Morgen, du, hier ist Annette. Habe ich dich geweckt? Ich habe mein Nidoran verkleidet. Es sieht noch süßer als vorher aus.
das musst du hören. Vorgestern habe ich gegen einen Knuffenser gekämpft. Es war einfach. Ich war aufgrund der Elementklasse im Vorteil. Bye bye. Okay. Du hast mich by the way nicht geweckt. Ich bin jetzt seit 3,5 Stunden wach. Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Oliviana City. Das Pokémon, das Leuchtfeuer dient. Er wurde krank. Sieht so aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Leuchtturm, okay. Das heißt wieder, eventuell dürften wir dort aushelfen. Dies geschah, als ich jung war. Der Himmel färbte sich schwarz. Ein riesiges, fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war wie ein Vogel und ein Drache. Wahrscheinlich dann ein Drachen-Pokémon oder ähnliches, welches ich nicht kenne, aber hey. Ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt? Wenn ja, so muss es unfassbar mächtig sein. Ein großes Pokémon, das heißt, ich sehe irgendwann mal am Himmel ein großes Drachen-Pokémon. Okay. Okay, finde ich gut. Das werde ich auf jeden Fall versuchen zu fangen. Eventuell, wahrscheinlich werde ich es eh nicht schaffen, aber hey. Ich glaube, es wird auf jeden Fall, hier, ihr seht ja jetzt hier auf dem Bild links und rechts und sowas, da seht ihr ja zwei Pokémon. Sind die Pokémon das eventuell? Ich weiß es nicht, es kann sein. Ich hörte, dass Pokémon am See des Zorns Unruhe stiften. Das würde ich gerne sehen. Immer suchen die Leute Radar, ne? Überall, wo Radar vor allen Dingen. Überall, wo Radar ist, es interessiert die Leute. Mensch. Na Junge, hast du gelernt zu tanzen wie die Kimono Girls? Ich habe gehört, dass dir ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Achso, ist hier das Tanztheater? Okay. Was haben wir hier? Tick City, eine historische Stadt, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Alles klar, hier ist der nächste Ob. Hallo. Es gibt zwei Türme in Tick City. Eine im Osten, eine im Westen. Okay, ich schätze mal, by the way, hier wird ein Turm sein, ne? Genau. Es gab... Ist dann hier jetzt kein Turm mehr? Anscheinend nicht. Ah, guck mal, hier ist der Markt. Was habt ihr denn so Feines? Hallo. Ein Pokéball. Super, weil ich hab... Oh, Alter, wie wenig Kohle ich einfach habe. Ich kaufe mir mal drei Pokébälle. Ich habe welche verbraucht. Ja toll, Pokébälle brauche ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht kaufen, weil die bringen mir wirklich nichts. Mein Evoli entwickelt sich zu einem Psyaner. Aber das Evoli meines Freundes wurde zu einem Nachtara. Ich frage mich wieso. Wir haben unsere Evolis gleich aufgezogen. Okay, macht man das doch nicht mit den Steinen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Mensch. Setz doch die Leber ein. Macht ein besiegtes Pokémon wieder auf. Ja, das ist eine super Information, alte Oma. Dankeschön. Nee, da. Ich wollte gerade sagen, da war ich schon drin, aber. Ach, guck mal, da sind die Girls. So, wen haben wir denn hier? Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Das klingt gut, das werden wir auf jeden Fall machen. Dieser Mann hat immer seinen Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein Monosynchron-Schwimm-Pokémon zu besitzen? Ein Monosynchron? Okay, das klingt nach einem sehr, sehr komischen Wort. So. Tausch, ich werde jetzt mal den Christian an erster Stelle setzen und hoffen, dass unsere Pokémon jetzt nicht zu schwach sind. Gugu, gugu, go, gugu, go. Die Kimono Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Das stimmt, Freunde. Wenn ihr ein Hobby habt oder eine Sache, die euch interessiert, steckt euer Herzblut ein. Herzblut auf jeden Fall komplett in die Sache und lasst euch nichts einreden. Das ist halt irgendwie, ne? Schaden können, beziehungsweise generell. Solltet euch generell bei allen möglichen Sachen nichts einreden lassen, beziehungsweise euch beeinflussen. Also das ist ja die größte Quatsch, die man machen kann. Aber die Jugend ist ja leider beeinflussbar. So war es ja leider schon immer. Hallo.
Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Natürlich. So, Kimono Girl Edith möchte kämpfen. Okay, du hast ein Flamara. Level 17. Holy, okay. Das könnte auf jeden Fall was werden. Alleine aus dem Grund, weil ich halt, ne, nicht so viele Pokémon habe, die jetzt, ja, so krass gut sind, sag ich jetzt mal. Also vom Level her. So. Ich hoffe mal, dass das Flamari jetzt nicht sofort aufwacht. So. Schlecker, schleck mal schön das Flamara ab. Oh Gott, ich hoffe mal, Chris lernt irgendwann mal eine schöne Attacke, die richtig scheiß viel Schaden macht. Also richtig krass. Da bist du tot. Natürlich. Ah, jetzt bist du tot. Alter, was? Fucking 700 EP. Okay. Alter Vater. Alter Vater. Oh, du bist sehr stark. Dankeschön. Das war ein toller Kampf. Ich würde dich hier gerne mal wiedersehen. Wir haben ein zweites Date, Freunde, aber irgendwie, die wollen uns ja im Endeffekt wahrscheinlich nie mal wiedersehen. Die wollen uns nur aufhalten. Oh, Fallweiler. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Man kann auch beim Tanzen trainieren, Freunde. Ne? Kaiku? Hallo, Kaiku? Okay, du hast einen Psyana. So, okay, wenn ich jetzt Fluch, by the way, benutze, dann dürfte ich halb tot sein. Also, ich bin ja jetzt schon ein bisschen halb tot. Oder halb lebendig, je nachdem, wie man sieht. So, auf jeden Fall mal hoffen, dass Psyana jetzt nicht sofort wieder aufwacht. Aber eine andere Möglichkeit haben wir ja leider momentan nicht, damit Chris die komplette EP bekommt. Okay, es ist aber noch nicht wach. Sehr schön. Na gut, aber jetzt dürfte es dann tot sein. Okay, Psycho ist gegen Psycho gut. Das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen. Oh, wieder 700 EP. Holy. Chris versucht, Nachtlebel zu erlernen. Aber Chris kann nicht mehr als... Okay, was ist Nachtlebel? Nachtlebel. Ja, für Horrorblick. Dann probieren wir das mal beim nächsten Pokémon aus. Vielleicht ist er auf jeden Fall auch eine gute Attacke. Das kann ja auch sein. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Aber auch nur fast. Rhythmus ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch für Pokémon wichtig. Was hat der Rhythmus denn für Pokémon? Was ist daran wichtig? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. So. Hallo. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf. Aber solange es eine Haarspange... Achso, das ist die Haarspange. Obwohl, die Haarspange ist cool. Da sind Pokémon-Bälle dran. Hallo, Linda. Nachttager. Ich wollte gerade sagen, Freunde, das Gute ist... Lol. Nein. Nicht sterben. Ich wollte gerade sagen, das Gute ist, dass Hypnose bisher immer getroffen hat und jetzt trifft es zweimal hintereinander nicht. Wieso nicht? Geht doch. Okay, das Doofe ist, ich muss mich jetzt direkt heilen. So. Ja, warte mal, war Nachttara nicht sogar ein Licht-Pokémon? Oh, wow. Wow. Und dann geht jetzt wieder die Attacke daneben. Okay, ich glaube, da wechsle ich jetzt mal eben fix das Pokémon. Weil das bringt jetzt gerade nicht wirklich viel. Toastbot. Könnte auch mal wieder ein bisschen... Was? Konnte ich das Pokémon jetzt nicht wechseln wegen der Verfolgung, oder wie? Okay, das war jetzt gemein. Oh. Das war wirklich gemein.
Aber wie vielzige Rückzug Keep Up? Na okay, genauso viel. Kannst du mal damit aufhören? Weil ich glaube, die Trainerin denkt gerade auch ein bisschen nach, ne? Kann das sein? Versucht jetzt irgendwie mich zu auszutricksen und dann mit Verfolgung mich zu one-hitten oder ähnliches. Das kann natürlich auch sein, aber ja, obwohl, schlau ist es jetzt gerade nicht wirklich, weil es doch jetzt so gut ist. Nice, Level 21. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Das ist natürlich sehr schade. So, und bevor ich jetzt den nächsten Trainerkampf begehe, möchte ich dir dann doch trotzdem einmal kurz Chris wiederbeleben. Chris, rest in pieces. So. Weil ich würde Chris auf jeden Fall doch schon hier gerne leveln. So.